So, meine lieben Zuschauer, wie ihr seht, etwas dunkel schon. Gamescom ist am Donnerstag jetzt vorbei. Wir durften uns vorher noch Max The Curse of the Brotherhood angucken. Ist erhältlich ein Arcade-Spiel für die Xbox One, die wir auch automatisch anspielen durften. Und 360 fand ich persönlich sehr geil, war mal was Neues. Habe ich so noch nicht gesehen, das Spiel. Story geht es darum, dass ich bin halt der ältere Bruder, also Max. Und mein kleinerer Bruder wurde halt eben irgendwie verschleppt oder entführt, weil ich halt irgendwie irgendeinen Fluch heraufbeschwört habe. Weil ich dann halt loswerden wollte und dann dachte, ah Mist, ist er wirklich weg und ich muss ihn wiederholen. Er wurde uns nur nebenbei erklärt, deswegen, sorry, ich habe das nicht ganz im Kopf, wir haben so viel Termine heute gehabt. Auf jeden Fall, sehr geiles Spiel. Mit dem, es geht darum, dass es gibt bestimmte Passagen, wie jetzt zum Beispiel die Erde. Wenn man von Gegner abhauen will und dann auf eine andere Stufe kommen will, kommt man mit so einem Stift, mit dem Analogstick, den Stift mit dem Edding, mit so einem Printer-Edding einfach nach oben ziehen. Also man kann die Umgebung verändern und seinen Gunsten nutzen. Dass man halt eben da hochkommt oder dahin kommt, dann, also, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Man muss es gesehen haben. Das war sehr, sehr Neues. Ich habe es vorher noch nicht so gesehen, so ein Spiel. Aber war richtig geil und hat mir Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Auch dann die unterschiedlichen Level, weil es gab dann Level, wo man hektisch vom Gegner abhauen muss und gleichzeitig den Analogstick die Sachen durch die Gegend ziehen muss oder erscheinen lassen muss. Und dann gab es Sachen, wo ich wirklich da stand, vorhin knapp 4 Minuten. Und dann irgendwann gemeinsam mit dem Entwickler, ey, ich komme da drauf, ich verzweifle gleich, wie kommt man ja weiter? Und dann nebenbei dann der andere auf dem Bildschirm, den Brand nach 2 Sekunden rausbekommen hat, wo ich dachte, ja, egal, war langer Tag passiert. Auf jeden Fall an alle, die von euch eine Xbox 360 haben oder eine One eventuell irgendwann. guckt euch mal an, ist ein Arcade-Spiel, also zum Runterladen. Wie viel Microsoft Points oder so es kosten soll, wissen sie selbst noch nicht. Aber kriegen wir dann Bescheid gegeben. Haben wir auch direkt nach einer Beta, also wir werden es auch nicht nach Freecode, also Sven wird es auf jeden Fall jetzt playen. Oder besser das Sven. Und dementsprechend werden wir schon weiter mit Informationen füttern, sobald wir dann mehr davon haben, weil es ist ein richtig gutes Spiel. Haben wir es auf jeden Fall vorhin gesagt, das machen wir auf jeden Fall, da bringen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr was von raus. Genau, dementsprechend dann erstmal tschüss, das war's für heute von der Gamescom und ihr dann wieder am nächsten Tag. Mehr Informationen von uns. Ciao!